ist halt so weit, dass du wirklich auf die Bewegung in der Heckenmauer reagierst, ohne Druck. Je nachdem, wie ich die bewege, wenn ich das Ding anhebe. So. Ich habe jetzt nicht mehr in der Hand, wenn ich die Heckenmauer jetzt irgendwann an die Wand gehängt hätte und da rumbewegen würde, wäre es auch nicht mehr. Weil er jetzt reagiert, ohne dagegen zu drücken. Weil auf den Rhythmus. Beide Hände nach links bewegt sich ja der Heckenmauer leicht nach links. Dann folgt er einfach, dann folgt er dem. Er folgt der Heckenmauer, um den Kopf in der Balance zu halten. Voraussetzung dafür ist, denke ich, ja, dass er gelernt hat, ganz leicht in Außenstellung zu gehen. Vorausgesetzt, er ist mal drauf trainiert, dann fällt es mit der Außenstellung leichter, die Schulter zu verschieben. Wie die Innenstellung. Und er hat jetzt gelernt, sich aufzurichten und ein wenig leicht zu bleiben. Und wenn er die Balance dazu hat, dann bleibt er in der Heckenmauer. Jetzt setzt er sich schön, ohne Druck, so im Kenter. Und jetzt kann ich ihn dann als Leiter drauf machen und mal aus höherem Tempo anfangen zu stoppen.
dass Salopp besser die Beine ordnen.